Gleichzeitig wird die ganze Zeit von dem Ausnahmezustand in Baden-Baden geredet. Davon lassen wir uns einfach nicht einschüchtern. Schon gar nicht am 18. März, dem Tag der politischen Gefangenen. Der 18. März, der Tag der Pariser Kommune. 2 Jahre nach Blockupy. 1 Jahr nach dem blutigen Erdogan-Deal. Wir lassen uns nicht einschüchtern, deswegen sind wir heute hier und deswegen gehen wir gemeinsam auf die Straße. Wie schon erwähnt, Sie haben Ihr Geld, um Ihre große Inszenierung in Baden-Baden aus dem Boden zu stampfen. Gleichzeitig geben Sie Geld aus für Ihre eigene Sicherheit, Ihren Reichtum abzuschotten. Sie haben Geld für Zäune, für Frontex. Wir fordern Fernstadt Frontex, Schluss mit der Festung Europa, Refugees are welcome here. Und das fordern nicht nur wir, sondern heute gehen in ganz Europa Tausende von Menschen auf die Straße am weltweiten Aktionstag gegen Rassismus, Faschismus und Autorität. Wir sind Teil davon, wir sind Teil einer großen Bewegung. Und was das Ganze mit Demokratie zu tun hat und warum wir auch das fordern, in Zeiten, wo das große Ochi aus Griechenland einfach ignoriert worden, wo demokratische Abstimmungen ignoriert werden und das Spartitakt durchgesetzt wird.